So Leute, weiter geht's. Und zwar nach Weißlauf, würde ich mal sagen. Die nehmen? Da kann ich alle nehmen, wunderbar. Kann ich auch sogar benutzen. Hammergeil. Was brauche ich dafür? Leder. Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Okay. Und ich habe besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Irgendwas, was ich nehmen kann? Eisenstiefel. Eisenpanzerhandschuhe. Wunderbar. Schleifen muss ich jetzt, glaube ich, nicht. Ja, dann Tab. So, ja, ich bin PC-Steuerung noch ein bisschen nub. Verbessern die mich? Ja, die verbessern mich. Dann nehmen wir die doch mal. Die mir natürlich auch, ne? Ja, Eisen ist immer besser als Fell. Panzer. Handschuhe. Weg. Weg. Brauchen wir nicht. Brauche ich nicht. Brauchen wir alle nicht. Das braucht doch kein Mensch. So. Dann ist das ein Hund. Ach genau, es ist ja der eine Hund. Nein, ich will jetzt keinen spoilern. Das mache ich jetzt nicht. Wenn ihr Arbeit sucht, dann ja, dann begeben wir uns auf eine mittelmäßig lange Reise. Und starten lieber doch nochmal jetzt die Stoppuhr. Besser zu spät als nie. Ne, Markus, lieber zu spät als nie, ne? Ja, ja. Kann man als Insider empfinden. Wurde aber schon oft in Aufnahmen gesagt, also naja, kann man nichts machen. Aber natürlich, besser zu spät als nie. Ich kann es einfach nicht so oft nicht wiederholen. Keine Ahnung. Ach, was rede ich eigentlich für eine Scheiße, ganz ehrlich. Schmetterling. Was rede ich eigentlich immer für eine Scheiße? Was nimmt ja Aussagen wie in der Minecraft-Aufnahme, Mann. Wo dich ja. Nein. Wo mache ich das? Hier. Ich hatte Angst, weil ich keine Waffen raus. Weil ich keine Waffen hatte, hat er jetzt Angst bekommen. Okay. Ich wollte gerade sagen, warum rennt der jetzt weg? Hi. Puh. Kein Respekt, diese Wölfe. Dann gehen wir doch mal weiter. Und da vorne ist es ja schon. Da ist es ja. Kann sein, dass ich einfach nicht weiß, wie man hier rennt. Ich muss mir nach der Folge nochmal die Steuerung angucken, ganz ehrlich. Das ist echt erbärmlich. Ich weiß nicht mal, wie man sprintet. Und das könnte ich jetzt ein bisschen gebrauchen. Teilweise. Gelegentlich. Ja, warum ist da vorne ein Riese? Hier. Soll ich es wagen? Pass auf. Ich wage es, aber ich speichere vorher. So, du speichert und jetzt. Kurz, komm. Who cares? Hat eh schon fast kein Leben mehr. Okay, ist tot. Also die Jungen immerhin. Eisenfall. Piraten! Nee, gar nicht wahr. Achso, Farcraft, genau. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach ja, Master, ich werde es mir überlegen. Ich weiß ja, wo ich es finden kann. So. Dann entdecken wir doch schnell mal diesen Ort hier. Stelle vom Weißlauf, wunderbar. Why not? Und laufe ja noch mit der Zone der Waffe rum. Ich verstehe es auch nicht, aber oh, who cares? Immer wieder. Who cares? Niemanden interessiert. Ja, who cares? Oh, noch ein paar Bergblumen zum Mitnehmen. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht.
gehen wir doch demnächst mal nach Ayahuasca. Heute liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Aber erstmal gehen wir generell nach Weißlauf. Das ist denn doch schon mal ein guter Anfang. Muss ich sagen. Muss ich mir selber eingestehen. Also für den Anfang nicht schlecht. Ja, dann gehen wir doch mal da rein. Über die Zugbrücke, ja. Da gehen wir, da springen wir jetzt immer nicht runter. Nee, das wollen wir nicht. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Puh. Am Arsch. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Überredet, Digga, überredet. Ich hab den Skill. Guck mal, gleich Redkunst verbessert, läuft. Wiederum bei dem, den kann man eigentlich wirklich zu 100% überreden, ganz ehrlich. Den kann man zu 100% überreden. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ich hab den bis jetzt immer überredet. Immer. Gut, viermal, aber trotzdem. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden... Ich muss mal einen ganz kurzen Break einlegen, bis gleich. So Leute, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ach genau. Graumähne niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Halt, ich habe mit dir hier reden? Einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Kriege ich das hin? Ein Eisendolch schmieden, kriege ich das hin? Ich muss auch drinnen rein. Ich muss es nur mal ausprobieren. Schmiede, ja, nehmen wir doch. Jo, läuft. Eisendolch. Ja, damit noch mal, ja. Komm, ein bisschen Schmiedkunst verbessern. Servus. Hier, ich euer sage Eisendolch. Nicht, dass ich der Beste nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Ich hoffe, ich habe noch genug Metall. Das ist eine Werkbank, verdammt! Das ist der Schleifstein. Er ist der Vogt oben in der. Er ist der Vogt. I know. Herstellen. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, soll ich meine Rüstung schon verbessern? Ich krieg im Laufe. Auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Im Laufe meines Skyrim-Lebens krieg ich sowieso so viel Eisen, da könnte ich ruhig verbessern. Der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein eigener ist? Sagen wir. Ja. Doch ich berate den Berater und belassen wir es dabei. Ich berate den Berater. Was für ein Satz. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas... Fuck Logik. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Wie viel Leder brauchst du? Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Okay. Nun ja, Grabstellen, ja. Sonstiges, Leder. Ach komm. Nimm mal alles. Ach du Arsch. Nee. Ich soll so Leder herstellen, keine Lederstreifen. Glaube ich zumindest. Ja. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht.
Einen Pelzhelm. Kriege ich das hin? Ist er auch hier, oder? Sehe ich das richtig? Eigentlich schon. Ist da lange nicht mehr gespielt. Pelzhelm ist, glaube ich, wichtig. Ja. Servus. Ich helfe meinem Vater auf. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Härte einen Pelzhelm. Bis zum nächsten Mal. Ah, ja. Bis zum nächsten Mal, sagt er. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Oder ja. Bring einen gehaltenen Pelzhelm zu. Genau. Oh. Ihr braucht etwas? Ihr habt Talent. Wusste ich. Fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmieden Stahl macht. Verdammt. Vergessen die Stoppuhr zu starten. Oder wieder zu starten. Scheiße. Jetzt muss ich wieder nach Gefühl machen. Okay, komm. Was hast du zu verkaufen? Waffen und Rüstungen. Was soll's? Einfach mal umgucken. Was hat ihr denn zusammen zu? Ach, du ahnst es nicht. Wie viele Leute habe ich zur Verfügung? Ach, 92, ja. Ja, damit kann ich mir bestimmt so viel kaufen. Was haben wir denn alles hier? Wenn mich recht entsinne, ist das doch der Standardhelm, der immer auf dem Cover ist. Der Stahlhelm, wo ist er jetzt? Scheiße. Verloren. Nee. Stahlhornhelm. Genau, das ist doch der immer auf dem Cover ist, oder? Müsste es sein. So, was habe ich denn so zu verkaufen? Ja, den verkaufen wir. Ja. Ah, nee, das, was ich anhabe, will ich nicht verkaufen. Nee, natürlich nicht. Den mag ich nicht, nur. Langbogen kann man auch gebrauchen. Nee, da auch. Pelzhelm. Was kann mein jetziger Helm? Rüstung 12, Rüstung 12. Gewicht 2 Wert 9, Gewicht 2 Wert 11. Ja, tschüss. Pelzschild. Ich habe ein Schild. Okay. Ja, vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Schau ich jetzt drin vorbei? Nee. Ich glaube, ich gehe jetzt mal was für ein geiler Mond. Zwei Monde. Und dritter hier? Ne, hat nur zwei Monde, okay. Oh, ja, ja. Großer Mond. Ziemlich nah. Sieht aber auch genial aus. Ich glaube, ich habe schon eine Thumbnail-Idee. Ja, jetzt bleibe ich hier kurz ein bisschen auf der Stelle stehen, damit ich genug Zeit habe, das Thumbnail zu erstellen. Und dann, ja. Genau. So. Ja, Scheiße, wie viel Zeit habe ich jetzt? Ich bin echt... Ich habe das Markus-Syndrom, was das mit der Stoppuhr angeht. Naja. Aber ich denke... Oh, Drachenfest entdeckt. Marsch. Tschüss. Hört ihr mal in die Drachenfeste rein? Kann ja nicht schaden. Ja, immer noch Level 1. Wäre auch ein Wunder, wenn ich jetzt schon höheres Level wäre. So, dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. Da sie gerade kämpfend auf uns zukommt, finde ich, das könnte schon ein super Folgenschluss sein. Theoretisch. Ist es jetzt auch. Ich speichere nur nochmal schnell und dann... Oh, da macht er direkt weiter, da war ja was. Bis zur nächsten Folge und... Ja, tschüss.